war. Ja, es ist eindeutig, dass es einen Sieger gibt und einen zweiten Sieger. Und ich bin die zweite Siegerin, das heißt also, ich werde nicht die zukünftige Bürgermeisterin sein. Was bedeutet das für Sie? Dass ich meinem Mann keine neue Mitarbeiterin der Brauerei suchen muss. Wie geht es für Sie jetzt politisch weiter? Ich denke mal, dass sich da nichts ändern wird. Ich bin nach wie vor zweite Bürgermeisterin und Stadträtin und Kreisrätin und das werde ich auch bleiben.